Hallo, was machen Sachen? Wisst ihr, was mit der Phrase "I bet it's bubble come pink" oder auch zu Deutsch "Ich wette es ist Kaugummi rosa" gemeint ist? Ich denke oder ich hoffe eigentlich weniger, dass ihr wisst, worum es geht. Wahrscheinlich denkt ihr, es ist einfach nur irgendjemand fragt darüber nach Farbe, vielleicht von einem T-Shirt oder etc. Aber leider, 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 gerade wenn man auf TikTok unterwegs ist, hat diese Phrase doch so viel mehr hinter sich und man findet halt doch öfters immer noch solche und ähnliche Kommentare unter Videos von sehr jungen Nutzern, von Jugendlichen hin bis halt tatsächlich zu Kindern, lassen sich solche Phrasen finden. Das Ganze gibt es schon ungefähr seit 2001, ist das ein Problem, was halt auftaucht, gerade auf TikTok, anfangs mehr im englischsprachigen Raum, aber es schwappt immer mehr jetzt auch in den deutschen Raum, weil Monkey see, Monkey do, es wird immer alles abgeguckt, meistens das Schlechte. Und ja, was hat das jetzt eigentlich mit dieser Phrase auf sich? Ich blende euch dazu das Dictionary ein. Nicht wundern, das ist in Englisch. Ich habe keinen deutschen Text gefunden, der das so gut und kurz runterbricht, worum es geht. Ich werde auch das ein oder andere Wort zensieren. Ich nehme an, ihr seid so schlau und wisst, welches Wort gemeint ist. Es steht ja da. Ich hoffe, so kann ich halt YouTube ein bisschen umschiffen, dass ich halt solche Worte nicht ausspreche, weil YouTube mag das nicht. Auch wenn ich noch die Monetarisierung nicht habe, aber ich will Ärger vermeiden. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und ihr seid eh so schlau und wisst, was gemeint ist. Ein Begriff, der seinen Ursprung in der Penis hat, um sich wieder einmal über Frauen lustig zu machen. Kaugummi-rosa Vaginas werden mit jungen, unreifen Mädchen assoziiert, die noch nicht in der Pubertät gekommen sind. Sie werden oft von jungen, unreifen Jungs benutzt, um erwachsene Frauen zu erniedrigen, weil sie eine dunklere, gefärbte Vagina haben. Was für eine Frau normal ist, sobald sie erwachsen ist. Wir lassen jetzt mal die Idiotie außen vor, wann eine Vagina welche Farbe haben sollte. Auch Bubblegum Pink erscheint mir jetzt nicht so die natürlichste Farbe, die man an seinem Körper irgendwo haben könnte. Auch allein, weil ich einfach kein Interesse habe, das zu recherchieren. Das muss jetzt echt nicht sein und wer weiß, auf welcher Watchlist man dann landet, wenn man sowas denn recherchiert, gerade wenn es halt um junge Mädchen geht. Ich selbst bin Anfang des Jahres über diesen Begriff gestolpert in Form eines Videos von Ready to Claire. Ich packe euch das auch in die Beschreibung, aber aufgepasst, es ist Englisch, nicht wundern. Damals schien es einen großen Anstieg solcher Kommentare gerade im englischen Raum gegeben zu haben, wobei die Situation schon seit 2001 bekannt war, aber halt noch nicht so stark vertreten war wie zu diesem Zeitraum. Mittlerweile hatte ich das Thema tatsächlich verdrängt, weil wer will schon über sowas nachdenken? Ich bin jetzt auch nicht der aktivste TikTok-Nutzer und wer mich kennt, ich bin jetzt auch kein jugendliches Mädchen mehr. Mit 29. Aber all das hat sich wieder in meinem Kopf hochgearbeitet, als ich Jasmin Gnus letztes Video gesehen hatte, wenn gewisse Männer ihre kranken Vorlieben nicht einmal mehr verstecken. Auch das Video natürlich unten in der Beschreibung für euch zum Gucken. Jasmin zeigt in ihrem Video eine ähnliche Problematik und wie manche Content Creator gerade auf TikTok dieses Verhalten ausnutzen, gerade Eltern ihre Kinder einfach ins Internet stellen, ohne auch nur im geringsten darüber nachzudenken, welchen Gefahren sie ausgesetzt wurden. Gerade TikTok ist in dieser Hinsicht, was sexuelle Nötigung und angeht, ein reiner Seuchenpfuhl. Nicht, dass es ähnliche Problematiken auch auf anderen Plattformen gibt, aber gerade auf TikTok scheint es keine Hemmschwelle mehr zu geben. Auch scheint es so, als würde die Plattform an sich reichlich wenig tun, um solches Verhalten zu unterbinden. TikTok selbst hat bekannt gegeben, dass es Anfang des Jahres etwas gegen Begriffe wie gerade I bet it's bubble camping unternehmen möchte. Aber anscheinend ist immer noch nicht wirklich was passiert, denn ein simples Suchen nach Bubblegum Pink reicht auch, um massiv Content zu finden. Gerade weil meistens Jugendliche und Kinder von dieser Art Belästigung betroffen sind, sollte etwas dagegen unternommen werden. Sexuelle Belästigung an sich ist schon ein No-Go, aber gerade wenn man jetzt noch Kinder mit hineinzieht, ist das halt unter aller Sau. Bubblegum Pink richtet sich fast ausschließlich nur an Jugendliche und Kinder und die Kommentatoren solcher Posts scheinen keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Alltägliche Situationen werden einfach sexualisiert, selbst von Babys scheint es keinerlei Halten zu geben. Neben Bubblegum Pink gibt es noch weitere Kommentare mit einer ähnlichen Bedeutung, die oft sogar im Zusammenhang mit diesem Kommentar kommentiert werden. Wie zum Beispiel, wer soll mich aufhalten? Sympathisch. All das unter meist komplett normalem Content von Jugendlicher oder sogar von Kindern. Eine weitere Gefahr hinter solchem Verhalten ist auch, dass andere, gerade unerfahrene Menschen, einfach mit auf den Zug aufspringen, ohne zu wissen, was diese Begriffe wirklich bedeuten. Sie sehen andere Nutzer solche Kommentare schreiben, denken, es ist irgendein edgy Witz und wiederholen das Gesehene halt selbst unter dem Video, unter anderen Videos. So könnte ein solches Verhalten immer mehr normalisiert werden. Nicht nur von Teenagern, die es einfach nicht besser wissen und einfach das Verhalten anderer nachahmen und dabei keine vernünftige Person in ihrem Umfeld haben, die ihnen zeigt, wie man sich generell in so einer Gesellschaft verhalten sollte. Selbst Erwachsene lassen sich von solchen Verhalten einfach mitreißen.
Gerade in Fällen wie Andrew Tate oder anderen Dating-Coaches sieht man, wie verblendet andere Menschen, gerade jenen, denen es an sozialen Umgangsformen oder deren Verständnis dafür mangelt, jemanden blind hinterherrennen können, weil er scheinbar eine simple Lösung für ein komplexes Problem hat. Ja, gefühlt wird unsere Gesellschaft immer desozialer und gerade solche Probleme unkommentiert einfach stehen zu lassen, kann schlussendlich auch sehr gefährlich werden. Wenn man solch einem negativen Gedankengut eine Möglichkeit gibt, sich ohne Konsequenz in einem öffentlichen Ort mitzuteilen und auszutauschen, gegenseitig zu ermuntern und genau so weiterzumachen, wie sie es gerade tun, dann kann das wirklich zu schwerwiegenden Problemen führen, denke ich. Leider wird solches Verhalten immer noch zu oft einfach durchgehen gelassen von den Plattformen an sich oder auch von anderen Nutzern. Es wird einfach lustig nachgemacht. Bitte euch, solltet ihr solche Kommentare selbst unter euren Sachen haben oder ihr solltet irgendwelche sehen, meldet diese Leute, blockiert diese Leute. Leider kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Plattformen selbst so etwas regeln oder halt ohne Zutun regeln. Leider weiß ich auch nicht mehr, was man gegen solche Sachen machen kann, aber ich dachte, es wäre mal wichtig, über auch sowas mal zu reden, mal ein bisschen aufzuklären. Es sind halt Sachen, über die ich gestolpert bin und sage, ja, kann ja nicht schaden, wenn man einfach mal ein bisschen das weiterträgt, auch die paar Leute, die halt das Video tatsächlich mit angucken. Trotz dieses Downer-Videos hoffe ich, ihr habt trotzdem noch einen weiteren schönen Tag und ich bedanke mich auf eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in dem nächsten Video.